Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe gerade wieder ein kleines Projekt am Laufen, weil die meisten von euch sind wahrscheinlich genauso wie ich, und zwar tierisch farmfaul. Geht wahrscheinlich lieber eine Instanz, geht wahrscheinlich lieber eine Mythic Plus, bevor ihr irgendwo farmen geht und sagt, boah, ich stelle mich da jetzt dahin oder ich farm jetzt, laufe jetzt von dem einen Mob zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Um irgendwas zu farmen, seid ihr wahrscheinlich genauso wie ich, dass ihr euch sagt, nee, ich habe keine Lust zu farmen, ich bin tierisch farmfaul und ja, ich habe mir überlegt, wie kann ich mir trotzdem meinen Raid finanzieren, also meine Marken, meine Bonusmarken jede Woche, die natürlich was sind das, 5.500 Gold jede Woche recht teuer sind, wie kann ich mir das finanzieren? Wie kann ich mir mein Reppen finanzieren im Raid und auch alles drüber hinaus? Und wie kann ich mir noch mein Buff-Food, meine Flask, alles sowas finanzieren, ohne wirklich viel zu machen? Wie kann ich das am besten machen, ohne stundenlang dafür farmen zu gehen, ohne täglich irgendwie lange dafür farmen zu gehen oder irgendwas? Wie kann ich das machen, um das Ganze wirklich aufs Minimale zu halten, zu sagen, okay, ich gehe jeden Tag eine Stunde farmen oder ich gehe jeden Tag auch nur eine halbe Stunde farmen, aber habe dadurch jeden Tag gesehen, ich mache an einem Tag oder vielleicht sogar an 2 Tagen das, was ich für eine Woche, ich nenne es mal Überleben in WoW, brauche, Buff-Foods und alles, was darüber hinausgeht. Das Ganze möchte ich euch in diesem Video zeigen und was dabei wirklich rumkommt, ist sehr, sehr, sehr lukrativ. Ich nenne es, ich kann es nicht wirklich AFK-Farm nennen, weil ihr könnt nicht AFK gehen, um das zu farmen. Ihr müsst natürlich schon spielen und davor sitzen. Aber das Ganze ist so stumpf, dass ihr, keine Ahnung, euren Kopf auf den Tisch legen könnt und das Ganze in Anführungsstrichen AFK machen könnt. Es kommt einigermaßen was bei rum und ihr könnt euch auf jeden Fall so gut finanzieren. Wenn ihr das Ganze natürlich jeden Tag machen würdet oder wollt und auch dementsprechend sagt, ich mache das jeden Tag und ich mache das nicht nur eine Stunde oder nicht nur 30 Minuten, sondern eine Stunde oder auch 2 Stunden, dann kann ich euch versprechen, dass ihr in der Woche ganz, ganz locker 120, 130, sogar 150.000 Gold machen werdet, wenn nicht sogar mehr. Ich möchte da wirklich darauf betonen, es ist dann wirklich serverbedingt. Auf BlackRock sind die Preise, was Transmog-technisch angeht, könnt ihr es vergessen. Also ihr werdet auf BlackRock, glaube ich, nichts verkaufen, außer ihr dumpt den Preis so dermaßen. Was alles andere darüber hinaus angeht, ich will nicht sagen, dass BlackRock der lowste oder der billigste Server ist, was die ganzen Sachen angeht, aber wir sind doch recht billig. Es gibt auf anderen Servern, was ich von Freunden mitkriege, die schon für, ich möchte wirklich das sagen, bei diversen Mats, wo wir sie für 2 Gold oder auch 1 Gold 50 im AH anbieten, sind die noch bei 7 Gold. Womit man natürlich um einiges mehr Gold machen könnte, wenn man das natürlich hochrechnet, als auf BlackRock dann selber. Aber ich möchte gar nicht so lange viel reden. Ich möchte euch zeigen, was ich in dieser, ich habe wirklich eine Stunde lang gefarmt. Und diese Stunde hat mir ermöglicht, ungefähr so viel Gold oder ja, so viel Gold zu erzielen oder so viel Gold zu bekommen, dass ich für die nächsten 2, 3 Tage nicht farmen gehen bräuchte, noch nicht mal mehr aus Dalaran rausgehen müsste, um irgendwie, klar, weil ich kann von da aus in jeder Instanz oder auch nicht, wenn ich Mythisch Plus gehe, muss ich natürlich aus Dalaran raus, aber ich könnte die nächsten 2 Tage lang reppen, Flask kaufen, Buff-Food kaufen, Raiden gehen und etc. und müsste mir keine Gedanken um Gold machen. So viel kam bei einer Stunde raus und das ist wirklich super, super, super cool. Ich zeige euch das Ganze eben schnell. Es sind eigentlich zwei Farmpunkte. Ich bin nur Level 103. Der eine Farmpunkt ist für mich wirklich, um dahin zu kommen, sage ich mal, ist es ein bisschen anstrengender oder ist es ein bisschen intensiver. Der andere Farmpunkt ist für mich ja, lächerlich und ich glaube für jeden ab Level 100.
Wobei bei dem anderen Farmpunkt würde man mit Level 100 auch nicht hingehen. Gut, ich zeige euch das Ganze eben und danke fürs Reinschauen oder danke fürs Zuhören. So, und zwar für die Low Levels unter uns. Das ist wirklich noch der einfache Farmpunkt. Und zwar lediglich Blut farmen zu gehen und sich zu sagen, ich knüppel hier eine halbe Stunde lang oder auch eine Stunde lang auf die Mobs drauf. Muss mich als Monk nicht bewegen. Spring auf einen neuen Server. Ist recht cool. Als kleiner Tipp noch für euch. Ihr solltet das Ganze mit der richtigen Schulterverzauberung machen. Wie bin ich an diese Schulterverzauberung gekommen? Ich habe Ernte drauf. Das heißt, ich kann natürlich bei jedem Mob andauernd wieder eine Kiste oder eine Tasche bekommen, dass ich Fische, Pflanzen, ich glaube, das war es, Fische, Pflanzen und Fleisch. Nee, ich glaube nur Fische und Pflanzen drin haben kann. Normalerweise könnt ihr diese Verzauberung eigentlich erst mit Level 110 haben, um die natürlich mit eurem Twink Level 100 oder mit 101 auch zu bekommen. Kauft ihr euch diese Verzauberung oder kauft euch die Schulterverzauberung mit eurem Main, mit eurem Level 110er Char. Holt euch dann für euren Lederchar, Plattechar oder was ihr auch immer haben wollt, die Schultern unten aus euren Erbstücken raus, macht die Verzauberung drauf und schickt diese Schultern, weil sie ja accountgebunden sind oder auch Battle.net gebunden, also das heißt, ihr müsst euren Twink natürlich nicht auf dem gleichen Realm haben, schickt die dann dementsprechend an euren Twink und der hat dann mit Level 100 oder mit 101 schon diese Schulterverzauberung, die man eigentlich erst mit Level 110 hat. Und das macht ihr natürlich, ihr geht natürlich dann hier rein, habt natürlich noch das Add-on Server Hop, dass ihr von Server zu Server springen könnt und geht eigentlich die ganze Zeit nur diese Würmer umklatschen, geht die looten. Ob ihr das jetzt wie gesagt 10 Minuten macht, 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ich habe es eine halbe Stunde lang gemacht. Dabei kam ordentlich was rum und die ganzen Sachen stellen wir natürlich ins Auktionshaus. Ist in einer halben Stunde. Ich möchte es auch betonen, nicht wirklich viel Gold. Es sind, lasst mich lügen, 2000 Gold in einer halben Stunde Farm für eigentlich nur an einem Punkt stehen und auf einen Knopf drücken. Und noch auf einen Knopf drücken, damit ich die Mobs irgendwie mal ein bisschen töten kann. Dann noch auf einen weiteren Knopf drücken, natürlich um zu looten. Das sollte man natürlich zum Ende auch noch machen. Aber im Groben und Ganzen ist dieser Farmpunkt für schnelles Gold oder schnelles Gold dann doch recht lukrativ und recht cool. Vor allen Dingen, da die Mats dann doch recht häufig oder recht viel gebraucht werden, weil die Leute natürlich ihr Buffut daraus herstellen und viele Leute sich auch sagen, ich kaufe das billig, ich stelle es für, ich glaube, 2 Gold, 2 Gold 20, 2 Gold 50 ins Auktionshaus rein. Und sich sagen, ho, cool, ganz viele wieder im 200er Stack drin für 2 Gold 50 oder für 3 Gold, die kaufe ich sofort auf. Mir soll es recht sein, damit bin ich's los und der wird damit vielleicht ein bisschen Plus, vielleicht ein bisschen Minus auch wieder machen mit Buffut. Soll mir recht sein, weil für mich ist es schnelles Gold. Das ist der erste Farmpunkt und ich würde sagen, wir springen direkt rüber zum zweiten, weil der ist ein bisschen lukrativer. Für, ich sag mal, auch für die Leute ab Level 100. Mit 101, 102 geht wirklich nur als Monk hin. Wenn ihr das mit einem anderen Char macht, dann werdet ihr auch mit 103 und 104 dort nicht ankommen. Auf jeden Fall nicht lebend. So, springen wir mal direkt rüber und wir sehen uns gleich wieder. So, am zweiten Farmpunkt sind wir in Suramar. Unten in der Grube, eben kurz auf der Map gezeigt und ich habe auch keine wirkliche Zeit gehabt, das lange zu zeigen. Daher zeige ich das eben nochmal schnell, wo wir hier genau sind und wo ich hier in die Höhle reinlaufe. Und habe natürlich auch hier in der Höhle sehr viel Spaß, natürlich gleich mit Level 110er Mobs. Und ohne meine Statue, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das auch nicht überlebt. Und zwar bauen wir hier Erze farmen, nur in dieser Höhle und auch wirklich nirgendwo anders. Kriege ich ja natürlich auch noch ein paar Quests. Schnell noch nach hinten laufen, das Erz holen. Es werden immer zwei Erze sein, die hier drin aufkommen oder kommen können. Per Server Hop springt ihr natürlich wieder auf einen anderen Server. Ihr werdet das wahrscheinlich auch genauso wie ich überleben, bis ihr dann endlich eine Gruppe gefunden habt,
die mit euch in Surama ist, wo der Gruppenleader in Surama ist, dass ihr natürlich mit auf einen anderen Realm springen könnt. Und ab da geht das Gefarme dann los, weil ein Krokodil, sage ich mal, kriegt eure Statue nicht kaputt. Jetzt habe ich da 8 oder 9, die machen meine Statue dementsprechend schnell kaputt. Aber ein Krokodil kriegt es nicht kaputt und dementsprechend könnt ihr auch mit einem Level 103er, wie in meinem Fall, euch dahinstellen und Erze farmen. Und Erze sind recht lukrativ. Also da könnt ihr recht viel Kohle dran machen. Wenn ihr natürlich noch sagt, okay, ich bin Juwe, ich bin es zu dem Zeitpunkt noch, mittlerweile bin ich Schmied. Ich bin Juwe, dann könnt ihr natürlich auch noch sagen, ich mache die Erze klein. Zu dem Lua-Fehler, den ich gerade gekriegt habe, der Lua-Fehler gibt es auf 3 oder 4 Servern, kann der auftreten, das sind immer russische Server. Ansonsten kriege ich ihn bei keinem anderen, und der Fehler oder die Aussage, die ich beim Lua-Fehler habe, kann ich auch nicht zuordnen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, ah, das ist das Addon oder das ist dies. Ich kann es absolut nicht zuordnen. Es ist bei ein, zwei Servern, habe ich mich damit abgefunden, ist auch wirklich nur hier unten. Wenn ich irgendwas anderes farme, ist es nicht. Hier unten kriege ich diesen Lua-Fehler. Aber super geil für euch, wie gesagt, um Erze zu farmen. Ihr müsst nicht viel machen. Ich stelle meine Statue in die Mitte auf, springe auf den nächsten Server. Wenn da ein Krokodil ist, greift es meine Statue an. Ich kann in Ruhe die Erze abfarmen, springe auf den nächsten Server und stelle wieder eine neue Statue. Einfach nur, weil meine Statue einerseits nicht so viel Leben hat und das Level 110er Mobs sind. Und ich glaube, man sollte hier nicht mit Level 103 sein. Jetzt zeige ich euch noch das Ganze, was wirklich nach einer Stunde bzw. eine halbe Stunde das eine Farm, eine halbe Stunde das andere Farm, was nach einer Stunde Farm für mich bei rumgekommen ist. Für mich als Level 103er ist es natürlich, ich farm das Ganze nur, ich schicke das Ganze zu meinem Main. So gesehen ist es recht lukrativ zu sagen, ja, das könnte man sogar als Farmmethode nehmen und zu sagen, das mache ich jeden Tag eine Stunde oder jeden Tag eine halbe Stunde und dann gucke ich mal, was in der Woche dabei rumkommt. Aber zeige ich euch erstmal, was dabei rumgekommen ist nach einer Stunde, weil das könnte euch interessieren und das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. So, das ist alles, was ich nach einer Stunde gefarmt hatte. Stellen wir das mal ins Auktionshaus und können uns dann mal einen besseren Überblick verschaffen, was das wirklich an Gold zusammen alles ist. So, die Sachen mal ins Auktionshaus gestellt. Und das ist eine Stunde Farm an zwei Punkten, wo ich mich, klar, an dem einen Punkt muss ich ein bisschen hin und her laufen, ohne in Kampf zu gehen. Und bei dem anderen Punkt muss ich die ganze Zeit nur auf der Stelle stehen und gehe die ganze Zeit in Kampf. Ich habe ein paar Sachen als Juwe noch klein gemacht. Hab damit 200 Gold mehr gekriegt, als wenn ich die Erze reingestellt hätte. Das mache ich auch nicht mehr. Ich werde jetzt die Erze normal reinstellen, weil für 200 Gold ist das ein, oder noch nicht mal 200 Gold ist das ein Witz. Das ist auf jeden Fall alles, was dabei rumgekommen ist. Danke fürs Reinschauen, Leute, und man sieht sich. Ciao.